Hallo, ihr lieben Schnuffels da draußen. Wir befinden uns heute vom Bleasdale Farmhouse. Wir sind wieder auf Geistermission. Der liebe Joe und ich. Meine Wenigkeit kennt ihr ja bereits. Aber das muss nicht nochmal erwähnt werden. Wir haben heute einen Geist, der Christopher Davis heißt und vermutlich mit unserer Donna Davis aus einer der vorherigen Folgen verwandt ist. Hier sich aufhalten soll. Und wir werden jetzt herausfinden, wo, in welchem Raum und was für ein Geist es ist. Hast du die Mission durchgelesen? Ich nehme dich nicht. Dein. Doch, wir sollen mit einem EMF-Reader Aktivitäten herausfinden oder erkennen, I don't know, Na gut. mit einem Kruzifix den Geist daran hindern, dass er uns heimsucht. Und da war noch etwas, das habe ich aber gerade vergessen, das schauen wir uns später nach. Ich würde sagen, fürs Erste gehen wir erstmal rein. Hast Und du den scheißen, Türschlüssel? ja, Ich und habe ihn scheißen diesmal uns nicht. nicht direkt in die Hose vielleicht. Ja. Ich glaube, die Tür ist hinter dir direkt zugegangen. Ja, weil du sie zugemacht hast, du Witzbold. Klappt nicht mehr, ne? Nein. Eine Sollen wir uns Nachbarschaft auch. fährt ein LKW rum. Oh. Ist es ein multilingualer Ka Dingskirchen oder nur oder ist er schüchtern und spricht nur mit einem? Oh, das habe ich vergessen nachzulesen. Ja Finden gut. wir es raus. Taschenschlampe. Und damit meine ich meine Taschenlampe und nicht Dancer oder so, falls irgendjemand eins und eins nicht zusammenzählen kann oder in Mathe eine 6 Hallo, hatte. ich habe einen Hinterausgang gefunden. Am Wir befinden uns Hintertürchen. jetzt hier auf der Kürbisfarm. Sehr spannend. Und hier Ey, wie steht wär's, unser wenn wir einfach die Location Blumenkürbis. verlassen würden? Das geht nicht. Dann würden wir unser Geld nicht bekommen, weil wir unseren Job nicht gut machen würden. Nee, ich meine nicht wegfahren, einfach weggehen. Und das funktioniert so leider nicht. Wir haben uns das hier ausgesucht. Wir ziehen das hier durch. Also ich habe hier auch nur maximal mindestens 13 Grad immer. Willst du mir vielleicht mal das Messgerät zeigen, damit ich auch mal was anderes zeigen kann? Ach ja, bitteschön. Voll vergessen. Oh, 14 Grad. Wie warm ist die So, hier. Toilette? Die Toilette Hier. ist 3, 6, die schwankt zwischen 16,3 und 13. Also ich habe jetzt die Kloschüssel ausgemessen. Hier. Das 4. Bist du hier? Wie alt bist du? Wo bist du? Ich gehe mal nach oben. Hier hinten müsstest du nochmal Temperatur ausmessen. Wo hinten? Hier hinten. Hier. Welches Zimmer? Beim Klo. Da war ich doch gerade. Klo Ja, habe aber ich. um die Ecke ging es dann noch weiter. Was? Ich glaube jetzt nicht, dass er dort ist. Dreizehn drei. Oh, eine schöne Werkstatt. Nee, hier ist nichts. 13.1, 16.0. Du bist wahrscheinlich oben. Krank. Hat die Hütte auch einen Keller? Ich glaube nicht, oder? Nee, zum Glück nicht. Da würde ich auch niemals runtergehen. Auch nicht mit mir? Ich mag Keller nicht. Also, in der Eingangsbereich ist es 11. Aber das weißt du ja, ne? Dass du da mit reinmarschiert bist. Hier ist es viel zu warm auf dem WC. Gib uns ein Zeichen. Waschküche habe ich minus 6 gehabt. Habe ich gerade kurz minus 7. Hier Ja, flackert es. moin. Hier haben wir Schwankungen zwischen 3, zwischen 15, 9 und minus 7. Temperaturen. Jo, minus 5 war es gerade. Ja, dann bist du hier. Gib uns ein Zeichen. Soll ich mal kurz rausgehen? Probier du mal. Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Nee. Hallo, nimm das Teil doch mal bitte auf. Hallo. Wo bist du? Nichts erkannt.
Bist du tot? Oh, nein, ich lebe noch. Wie du mit dem Popo wackelst und da lang marschierst. Wo bist du? Ich gehe mal eben in den Van und schau mal nach, ob der auch alleine reagiert oder ob der im Team reagiert. Ja, ich glaube, der reagiert gar nicht. Oder ob er gar nicht reagiert. Ist ein Shift. Oder da, wir haben Eisestemperaturen. Ja, das habe ich doch eben schon festgestellt. Ist schön. Ist mir gerade. Ich habe jedenfalls eingetragen, dass wir Mundtemperaturen haben hier. Mundtemperaturen? Mund. Dabei sind es nur Gefriertemperaturen. Ey, wir haben schon 60 Sanity einfach. Ja, moin. Ah, wir brauchen einen Bewegungssensor im F-Reader. Ich platziere nochmal ins Buch. Natürlich schmeiße ich es wieder falsch rum hin. Als auf Gruppen, als ist auch alleine. Lass mal kurz den Raum, damit das ungestört ist, nee, mit dem kannst Buch. Kannst du mal deine Taschenlampe ausmachen? Und in den Raum reingucken? Bist du hier? Wo bist du? Bisschen höher machen mal. Also ein bisschen hochgucken. Auf die Tür? Also du brauchst mich jetzt als CCM oder was? Brauch dich jetzt für Geisterorbs. Ja, es ist ein Orb. Na gut, ich vertraue dir einfach mal. Du kannst rauskommen. Ist dir mal aufgefallen, dass wir nie funken? Ja, weil wir über Discord reden und ich nicht ständig auf die Push-to-Talk-Taste drücken möchte. Ich weiß. Naja, es hat nichts mit möchten zu tun, sondern immer vergessen. So, achso, dann brauchen wir gar keine Kamera mehr mit reinnehmen. Haben wir ja schon Orbs. Ich würde jetzt mal Sanity-Pillen einschmeißen. Gut, dann habe ich einen Bewegungssensor auf Tasche. Dann nehme ich noch eine Kamera. Und ein Kruzifix nehme ich mal mit. Und die UV-Lampe. Oder haben wir mit UV nichts? Hätten wir was mit UV-Licht irgendetwas? Nee, das brauchen wir nicht. Das ist nicht kompatibel. Vielleicht kommen da noch ein paar Updates oder so. Wir könnten trotzdem... Ich eiskalt trotz Pillen nur 87% hab. Ihr nimm mal das Kruzifix anstatt der UV-Lampe mit. Ich nehme hier trotzdem nochmal so eine Kamera mit. Und dann gehen wir nochmal hoch. Hoch? Und dann schauen wir nochmal, ob er nochmal irgendwas hier uns vielleicht zeigt. An coolen Sachen, während wir im Van boarden. Aber du bist wahrscheinlich nicht, wenn ich das Kruzifix in der Hand hab. Vielleicht schaffst du es ja, dass er dich nicht heimsucht damit. Oder wenn er auf 10 geht, dass du ihn damit abwehren kannst. Uiuiui. Die Waschküche also. Aber hier haben wir auch Gefriertemperaturen. David, sollst du den Atem? Hast du gerade gefunkt? Ob du den Atem siehst? Meinen sehe ich gerade nicht. Wollen wir vielleicht den Sprachtest draußen nochmal machen? Hier habe ich jetzt nur 13 Grad. Hier ist minus 10, minus 8. Der ist hier auf dem Flur, Joe. Ja gut. Moin, erstmal falschen Raum gehabt. Kann doch mal passieren. Ja. Das ist auch nicht so dramatic. Vielleicht haben wir einen Treppengeist. Ein gutes, dass ich jetzt meine Taschenlampe gedroppt habe. Hast du mit dem Licht geplackert? Meine Taschenlampe liegt auf dem Boden da drin. Ob du mit dem Licht geflackert hast? Nein. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Nichts erkannt. Ist ein sprachloser Gerät. Aber die Ops waren doch im Zimmer drin oder haben die eher draußen geleuchtet? Die waren hier an der Tür. Ja gut.
Hast du gerade einen V-Test? Im F-Test. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen ist auch ein reguläres Begriff. Ich dachte, es gibt nur, wo bist du? Hast du da Aktivität? Hast du das richtig gehört? Keine Aktivität. Ich habe doch gerade so ein Tüt gehört, so ein Tüt. Nö. Ach, das ist der Bewegungsmelder oder was? Ja, so ein Piepen, weil du da vorläufst. Gib uns ein Zeichen. Lustig wäre es noch, wenn man noch Batterien in der Taschenlampe austauschen müsste. Oh Joe, das ist ein Treppengang. Nee, hier unten ist nichts mehr. Der ist auf jeden Fall hier oben im Bereich hier so. Aber er könnte halt auch auf der Treppe sein. Nee, er ist hier so. Hier so ist er komplett. Oder er kühlt mehrere Räume auf einmal ab. Nee, nur hier ist schon wieder zu warm. Das liegt vielleicht an mir, weil ich in der Nähe bin. Oder ist das da so auf dich gerichtet? Der ist nur hier auf der, also hier auf der Treppe in die Richtung habe ich auch nichts mehr. Hier schon, hier nicht mehr, aber hier wieder. Also nur. Ja, hier haben wir auch Gefriertemperaturen. Nur auf diesem Bereich des Flurs. Oh, Licht flackert. Aber kein EMF. Ja, UV-Lampe kann es ja gar nicht sein, ne? Geisterbox wäre halt die Mare, aber die redet ja nicht mit uns. Fingerabdrücke gibt's nichts Kompatibles. Wenn er aufs Geisterbuch noch irgendwie reagieren würde, wäre es der Jurai. Wollen wir das Geisterbuch vielleicht nochmal versetzen? Nicht zu weit, ich würde hier so machen. Hier hin? Hier so ungefähr in diesem Raum. Teil. Wo bist du? Ich hasse es, wenn Geister nicht mit einem reden, ne? Ich hasse es vor allem, wenn sie einfach nicht das EMF und so gar nicht nutzen. Vielleicht passiert jetzt gerade nichts, weil ich das Kruzifix in der Tasche habe. Nee, daran kann es echt liegen. Wäre blöd, wenn man erstmal gehandelt wird und man hat es nicht dabei, ne? Ich glaube, das sieht wieder nach so einer Mission aus, wo wir ins Blaue schießen müssen. Gib uns ein Zeichen. Wo das bist du? Das Zeichen war, dass ich meine Taschenlampe weggeschmissen habe. Nee, bist du hier? War das Licht eigentlich hier ständig an? Weil dann redet der nämlich gar nicht mit uns, wenn das Licht an ist. Wo ist der Lichtschalter hier? Wo bist hier. Du? Wo bist Geh du? Mal eben runter in den Van und guck Wo bist du? Niemand. Lass mich raten, meine Sanity ist bereits auf 10% runter oder so. Gleich bin ich tot. Wahrscheinlich ist meine genauso weit runter. Und die Orbs von der Kamera könntest du checken? Die Orbs habe ich ja schon gehabt. Nee, aber ob wir auf dem Flur auch Orbs haben oder ob das im Raum war. Auf dem Flur sein, weil die Temperatur auf dem Kannst Flur du ja trotzdem mal nachschauen, ne? Ja, moin, kaum gehe ich raus, geht die Geisteraktivität auf 8 hoch. Okay, ich werde sterben. Danke, dass du mich zurückgelassen hast. Ein Geschehen. Ja, da ist der Orb auf dem Flur direkt vor dir. Okay. Das EMF hat gar nicht ausgeschlagen, oder doch ein bisschen? Nee, überhaupt nicht. Deine Sanity ist bei 33 ungefähr. Wie heißt der Geist, damit ich ihn ein bisschen produzieren kann? Christopher Davis. Christopher Davis. Kannst du aus dem Bewegungssensor mal rausgehen? Es ist gerade das Licht angegangen. So, wir haben nur noch Kruzifix offen und wir müssen wissen, was für ein Geist es ist. Hm. Er ist oben im Bewegungssensor gerade.
Sorte Orb. Flasche bewegt sich. Oh, geh mit dem EMF-Reader da mal hin. Schmeiß das Kruzifix einfach weg. Ja, hatte ich auch gerade vor. 0 Ausschlag. Nimm mal trotzdem aber, die UV-Ding mit. Aber wir haben das mit dem EMF-Reader, die Mission haben wir geschafft, aber ich weiß nicht wie. Das hat, ja, kurz, das hat ja mal kurz Pieps gemacht. Was haben wir denn? Wir haben Gefriertemperatur und Orb. Das heißt, wer ist das Buch, wer ist ein Yurei? Also es könnte nur noch Phantom, Mare oder Yurei sein. Phantom. Christopher Davis. Also Yurei wäre Geisterbuch. Christopher Davis. Ich würde sagen, das ist ein ein Schüchterner. Ein Yurei ist, weil unser Geisteszustand stark abnimmt, wenn wir da drin sind. Ich meine, du bist jetzt auf 14 runter. Dann gehe ich mal lieber raus, bevor ich wieder drauf gehe, ne? Ja. Mare. Und du bist noch auf 52. Ich glaube, das könnte unser gegenwärtigen Stand widerspiegeln, ne? Was sagte ich noch? Ich würde sagen, das ist ein Yurei. Vom Gefühl her. Für ein Yurei müsste... Geht nur der Geisteszustand runter, wenn man ihn anguckt, weißt? Mhm. Wir können noch mal kurz warten. Vielleicht schreibt er noch ins Buch. Siehst du den Orb, der da rumfliegt die ganze Zeit? Jo. Aber wenn du das Buch versetzen willst, dann machst es bitte du. Geh nochmal ausräuchern. Damit wir ihn ja nicht zu Gesicht bekommen. Ja. Das Licht flackert einfach da oben. Ich habe gerade mal auf deine Kamera umgestellt. Damit ich sehe, was du siehst. Oder soll ich lieber auf der Kamera 4 bleiben? So, da kommst du jetzt hoch. Das ist wie in einem dieser... Da, das ist, da warst du gerade aufgetaucht, hast du gesehen? Das ist gerade da. Steht beim Heizkörper. Direkt an der linken Wand. Direkt neben dem Bewegungssensor. Psst, psst. Und meine Taschenlampe flackert, by the way. Jetzt nicht mehr. Der war gerade im Hunt-Mode. Dancer, lebst du noch? Hast du gerade rausgeschlichen? Ich hab so Angst bekommen. Der stand da direkt beim Heizkörper. Erst als er verschwunden ist, habe ich gemerkt, dass er im Handmodus ist. Gehst du wieder rein? Ich gehe nicht wieder rein. Alter, Joe, ich bin gerade die Treppe hoch und dann fing es an zu flackern. Moin. Aber du bist noch bei 40%. Ja, wir hatten gerade einen Peak von 10. Und ziemlich lange. Nö, so lang war er nicht. Jetzt ist er weg. Geh da nicht wieder rein. Also einigen wir uns auf Yurei? Warte, ich will noch mal eben nachlesen, was es war. Aber du bewegst dich auch so, als hättest du dich eingekackt. Also ich meine, da in-game schau. Ich fühle mich aus. Weil wirklich, ich bin gerade um die Ecke. Weißt du, da ist gerade deine Taschenlampe angegangen. Die habe ich gerade beim Flur gesehen. Und genau da ist er beim Heizkörper dann aufgeblinkt.
Oh Mann, und ich habe kein Foto machen können. Aber ich habe Weißt du was? Ausweisfotos. Ich gehe mal gucken. Du wirst sterben, Joe. Ich Hast habe du eine das Kamera mit? Kruzifix. Kamera und Kruzifix. Das Kruzifix, liegt das nicht da? Nee, Nee, du hast es das habe noch. ich wieder aufgesammelt. Oh Gott sei Dank. Ey, ich dachte, ich sterbe. Wenn du drauf gehst, ist das ganze Zeug, was du gekauft hast, weg, ne? Ja, was ja an sich Behältst nicht du mal schlimm bitte die wäre. Kamera oben im Blickfeld? Ja, du kommst jetzt um die Ecke. Keine Aktivität. Oh, gerade eine Tür aufgegangen oder so. Warte, wir haben eine Dreier, Vierer? Vierer Aktivität. Aber der EMF macht auch nichts. Und was mit dem Buch? Das Buch ist noch. Oha! Ach so, Oh, er jagt. Handmode. Oh nein. Jagd ist vorbei. Du bist tot? Ja, ich bin tot. Der hat sich von hinten angeschlichen. Oh, da ist er gerade mit seinem nackten Arsch. Willst du meine. Ach, Ich. bringt dir ja nichts, meine Leiche zu fotografieren. Ich hatte die Kamera Wo in der liegt Hand und nicht deine das Leiche? Kruzifix. Wo Direkt beim liegt deine Eingangstür. Leiche? Weiß nicht, der muss hier irgendwo runtergehüpft sein, weil er war plötzlich hinter mir. Also, ich notiere, mit einer 11er Sanity da reinzugehen, ist purer Schlechte Selbstmord. Idee. Ich fotografiere nochmal deinen Totenkörper. Wenn er direkt hier vor der Haustür liegt, geht das ja. Gerade eine Tür auf und zu Ja, gegangen. moin. Ich schau mal, ob sich am Buch was verändert hat, aber ich glaube, das dürfte ich gar nicht mehr sehen, oder? Wir haben ein Foto von deinem Totenkörper. Uiuiuiui. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Weil man auf die anderen Hinweise nicht reagiert, ne? Also, gucken wir noch mal, was es sein könnte. Also, es könnte Juraj, Phantom oder Mare sein. Für Juraj müsste er ins Juraj Geisterbuch bräuchte das geschrieben Buch, haben, aber aber. es hat er absolut nicht gemacht. Mare. Geisterbox getalkt hat aber auch nicht. Aber ein EMFB, Aber ich würde auf Phantom tippen, weil wir einen kurzen Ausschlag hatten. Weil wir haben ja schließlich die Mission ja irgendwie abgeschlossen. senkt ihren Verstand schlank, wenn sie das Phantom anschauen. Ich habe den Geister angeschaut, aber meine Sanity ist immer noch recht hoch. Pass 37 Nässe auf. noch recht hoch. Ich glaube, die meisten würden dich damit in die Klapse sperren. Pass auf. Ich tippe auf Phantom. Ich tippe auf Mare und dann gucken wir mal. Weißt du, ich tippe auf Phantom, weil wir halt irgendwie die EMF-Räder bewiesen haben. Das ist halt mein stichpunktiger Ding. Okay. Ich würde Mare nehmen und ich würde sagen, wir fahren einfach, oder? Ja. Sollen Bis wir jetzt noch noch hier Abfahrt die machen? Ab. Ja. Wenn du ohne Hall möchtest, dann hier. Ja. Wo stehst du denn? Stehst du hoch? Ich stehe bei der Tafel, wo Strange Glowing draufsteht. Diesmal in einem ganz anderen Spotlight. Wie du dich mal verrenkst. Oh, genau, verbeug dich erstmal für die Zuschauer. Mir eine Ehre. Es war mir eine Ehre. So, wir haben leider nicht alle Beweise finden können und weil ich ein zu großer Schisser bin, möchte ich auch nicht wieder reingehen alleine. Ja, der Joe, der tippt auf ein Dämon, Ein war, nee, Phantom. Phantom, auf ein Phantom, Entschuldigung. Ich sage, es ist ein Mare. Wir machen da ein bisschen jetzt ins Blinde hineinraten und werden gleich sehen, was es war. Aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, folgt uns gerne hier auf dem Discord. Tretet dem Discord bei, der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, wer Bock hat, kann sich ja mal melden. Vielleicht finden sich ja noch ein, zwei Mitspieler. Das wäre natürlich für so große Maps ganz klasse. Ich glaube, der Geist, der ist schon wieder ein bisschen am Licht an- und ausmachen im Hintergrund.
Aber ich würde sagen, wir fahren, oder Joe? Doch. Also dann, Leute. Tschö. Phantom, Phantom, Phantom. Es war ein Phantom. Jetzt echt? Verdammt! Auch wenn wir es nicht beweisen konnten, wir hatten ja trotzdem irgendwie halt die Dinge geklärt. So, Die Joe. Mission. Danke an Melba und meine anderen Kanalmitglieder. Vielen lieben Dank.